Ja, hallo zusammen. Als nächstes müssen wir die Matrizenmultiplikation kennenlernen. Das ist eine andere Art von Multiplikation. Wir hatten ja schon die Skalarmultiplikation kennengelernt, wo eine Matrix mit einem Skalar, also mit einer Zahl, multipliziert wird, jede Komponente. Und jetzt müssen wir zwei Matrizen miteinander multiplizieren. Und da gibt es ein Schema, mit dem man das dann ganz einfach machen kann. Man schreibt da so ein Kreuz hin, schreibt links unten die linke Matrix und rechts oben die rechte Matrix hin. Ich nenne die jetzt mal hier A und B. Und dann bekommt man rechts unten das Ergebnis A mal B. Und das Mal steht jetzt hier für die Matrizenmultiplikation. Ja, wie die genau funktioniert, das sehen wir uns jetzt hier mal in dem ersten Video an. Und wo es dann Probleme gibt, das sehen wir uns dann im zweiten Video dazu an. Zunächst mal ein Beispiel, wo es funktioniert. Also ich schreibe jetzt das Schema auf. Links unten die linke Matrix A, das ist die Matrix 1, 0, 0, 1. 2, 1 in unserem Beispiel. Rechts oben die Matrix B. Das ist in unserem Beispiel die Matrix minus 1, 2, minus 3, 0. Ja, und jetzt werden die Zeilen der linken Matrix mit den Spalten der rechten Matrix multipliziert, und zwar mit Hilfe des inneren Produkts. Und dann bekomme ich den entsprechenden Eintrag in der neuen Matrix. Da ist es jetzt so, die Zeilen der linken Matrix und die Spalten der rechten Matrix werden ja multipliziert, und dann legt die Zeile der linken Matrix fest, in welcher Zeile der neue Eintrag ist, und die Spalte der rechten Matrix legt fest, in welcher Spalte der neue Eintrag ist. Und deswegen ist es so praktisch, dieses Schema zu verwenden. Ja? Also erste Zeile von A multipliziert mit erster Spalte von B gibt den Eintrag hier in der ersten Zeile und ersten Spalte von A mal B. Wir brauchen also nur mit den Fingern so entlang zu gehen, die Zeilen von A multiplizieren mit den Spalten von B, und dann bekommen wir an der entsprechenden Stelle den richtigen Eintrag von A mal B. Ja, und was wir jetzt hier rechnen müssen beim inneren Produkt, die Zeile von A, das ist also 1, 0, multipliziert mit der Spalte von B, minus 1, minus 3. Und wenn wir das innere Produkt ausrechnen, müssen wir rechnen 1 mal minus 1 plus 0 mal minus 3. Und das ergibt minus 1. Das heißt, der entsprechende Eintrag hier ist minus 1. Ja, und so geht das jetzt weiter für jeden einzelnen Eintrag von A mal B. Wenn wir also jetzt die erste Zeile von A multiplizieren mit der zweiten Spalte von B, bekommen wir hier den Eintrag in der ersten Zeile und zweiten Spalte von A mal B. Also was wir da rechnen müssen, ist 1, 0 multipliziert mit 2, 0. Das ist also 1 mal 2 plus 0 mal 0 ist gleich 2. Das heißt, hier der Eintrag ersten Zeile, zweiten Spalte ist gleich 2. Ja, und so geht das jetzt immer weiter. Wenn wir jetzt die zweite Zeile von A mit der ersten Spalte von B multiplizieren, dann bekommen wir den Eintrag in der zweiten Zeile und ersten Spalte von A mal B. Das ist 0, 1 multipliziert mit minus 1, minus 3. Und das ist ja 0 mal minus 1 plus 1 mal minus 3. Das ist gleich minus 3. Das heißt, der Eintrag hier ist minus 3. Dann müssen wir die zweite Zeile von A multiplizieren mit der zweiten Spalte von B. Also 0, 1 multiplizieren mit 2, 0. Das ist also 0 mal 2 plus 1 mal 0. Das ist gleich 0. Und dann geht das immer so weiter. Also in der dritten Zeile, dritte Zeile von A mal erste Spalte von B ist dann 2 mal minus 1 plus 1 mal minus 3 ist minus 5. Und dritte Zeile von A mal zweite Spalte von B, 2 mal 2 plus 1 mal 0, 4 plus 0 ist 4. Ja, und schon haben wir das Ergebnis. Und das können Sie natürlich auch anders aufschreiben. Sie brauchen nicht dieses Schema verwenden. Wenn man das schon oft gemacht hat, dann ist es ja klar, dass man die Zeilen der linken Matrix mal die Spalten der rechten Matrix ausrechnen muss. Und dann kann man es auch direkt so hinschreiben: die Matrix 1, 0, 0, 1, 2, 1 multipliziert mit der Matrix minus 1, 2, minus 3, 0 ergibt die Matrix minus 1, 2, minus 3, 0, minus 5, 4.
Ja, so können Sie es natürlich auch aufschreiben, aber das Schema ist am Anfang ganz praktisch, wenn man das Rechnen kennenlernt. Also immer die Zeilen der linken Matrix mal die Spalten der rechten Matrix ausrechnen, indem man das innere Produkt jeweils ausrechnet. Und so bekommen wir dann alle Einträge von dem Produkt A mal B. Ja, wo es da Probleme gibt, sehen wir uns dann im nächsten Video dazu an. Bis bald!